Und ja, da habe ich halt nicht mehr so viel Lust drauf. Und ich habe hier schon wieder übel den Hype hängen. Ich kann es ja mal einblenden. 150, yo, geht fit wahrscheinlich, Kappa. Yo, jetzt geht's wieder komplett ab, oder? Irgendwie geht das mal an, halt. 500, 800, irgendwie die 1000. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren League of Legends. Heute spielen wir Snowstorm Sivir zusammen mit einer Poolparty Leona, die mich supportet, und wir spielen gegen Caitlyn und Braum. Ich mache mal erstmal den Sound ein bisschen leiser, so ist doch viel angenehmer direkt. Ich habe es gar nicht verändert, auch nicht schlecht. So, auf jeden Fall starte ich mit Durans Blade, einem Heiltrank und einem Warding Totem in Klammern Trinket. Und ich skille zuerst meine Q und werde euch vielleicht im Laufe des Videos mal so ein bisschen zeigen, was Sivir so ist, beziehungsweise was sie so kann. Und das ist vielleicht mein 200er Win, wenn es gut läuft. Nicht so wie die anderen zwei Scheiß-Games, in denen ich mal wieder komplette Retards im Team hatte. Vor allem auch richtig lustig. Ich möchte nämlich nach den 200 Wins erstmal ein bisschen aufhören mit League, weil ich einfach keinen Bock mehr auf diesen Dreck habe, ohne Witz, ne? Einerseits natürlich die Teams, man kennt es ja, dass man ab und zu mal ein paar Retards im Team hat, auch wenn das bei mir relativ häufig ist. Die letzten sechs, also ich hatte gestern, hatte ich eine 6er Win-Streak, das war eigentlich ziemlich nice, da hatte ich halt ein gutes Team. Aber ich habe natürlich auch meinen Teil dazu beigetragen, so ist es ja nicht. Und die letzten zwei Games hatte ich jetzt wieder komplett scheiß Teams, wo ich natürlich nichts machen konnte, weil ich ja noch nicht so gut bin, dass ich alle carryen kann, so ist es ja halt. Und naja, auf jeden Fall habe ich auch noch technische Probleme, richtig viele. Mein League crasht einfach random, ich kriege Disconnects die ganze Zeit eigentlich, durchgehend wirklich. Also wirklich durchgehend die ganze Zeit Disconnects, Crashes, alles dies, das. Vorhin auch richtig lustig gewesen. Ich habe erstmal eine halbe Stunde gewartet, bis ich in halt so eine Runde komme, weil entweder haben die Leute halt alle, oder sind die Leute halt alle gelieft, oder ich habe halt zu doll gelaggt. Und dann bin ich halt einmal in eine Runde gekommen und dann crasht einfach mein League einfach. Also ich tappe so raus, weil ich mir den Champion ausgesucht hatte, mache mir Musik an und dann steht da einfach so lol, Client.exe funktioniert nicht mehr und das wird geschlossen so. Dann habe ich es halt geschlossen, habe gedacht, dass ich vielleicht trotzdem noch in-game bin, weil ich ja schon Champion ausgewählt hatte und alles. Und dann geht es einfach so los und ja, anscheinend, also ich musste mich dann halt wieder anmelden und dann hatte ich anscheinend doch nicht so das Glück und habe dann erstmal eine 15 Minuten Strafe bekommen, weil ich ja voll gelieft bin im Champion Select. Und ich dachte früher eigentlich immer, dass es immer so halt abgecheckt wird, halt ob es an Riot liegt oder ob es halt an mir liegt. Und das war ja nicht meine Schuld, glaube ich. Also mein Internet an sich geht ja. Und naja, dann halt so ein Bullshit die ganze Zeit zu haben, ist natürlich auch ein bisschen demotivierend, wenn man mal ehrlich ist. Und ja, da habe ich halt nicht mehr so viel Lust drauf. Und ich habe hier schon wieder übel den Hype hängen. Ich kann es ja mal einblenden. 150, yo, geht fit wahrscheinlich, Kappa. Yo, jetzt geht's wieder komplett ab, oder? Guckt euch das mal an, halt. 500, 800, knallen wir die 1000? Ah, schade. Ach Gott, ne, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Das liegt nicht an meinem Internet. Ich kann ja alles sonst spielen, so Minecraft und so. Geht ja auf Servern und ich drop hier schon wieder auf 400, ey, was ist denn da los? Krieg ich den? Oh, easy, Alter, guckt euch das an, ich bin schon gewohnt, mit so einem Scheiß-Ping zu spielen. Jetzt habe ich gerade wieder, glaube ich, einen guten Ping, yo, jetzt ist er wieder normal. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, ganz ehrlich. Jetzt ist er wieder normal, so 58, 57 ist normal. Ich muss das ja sagen, drop halt wieder auf 500 oder, oh Gott. Ich verstehe es auch immer nicht, wenn die Leute sagen, dass sie laggen und deswegen sterben, denn man kann trotzdem, finde ich, noch relativ safe spielen. Also natürlich nicht in jeder Situation, aber an sich kann man noch safe spielen, finde ich. Sagt er und läuft in den Dings von Braum. Ja, ich sollte denen vielleicht mal gleich Bescheid sagen, dass ich ein Hyping habe, weil ansonsten... boah, jetzt mal ohne Spaß, was droppt der denn auf 500? Hyping, sorry. Das ist so ein Bullshit, ne? Jetzt geht's gerade wieder. Ich habe einen neuen Farm, Alter. Die hat schon doppelt so viel nach 3 Minuten, WTF. So ein Scheiß, ne? Vor allem jetzt habe ich so direkt am Anfang hat es natürlich gelaggt, sodass ich schön behind bin. So behindert, ne? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, woran es liegt, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott, jetzt habe ich den Großen gefailt. Ich muss gucken, dass ich jetzt hier ein bisschen Farm abbekomme. Jetzt habe ich nochmal meine W geskillt, meine Q geskillt, auch nicht schlecht. Kann man machen, hätte ich jetzt eigentlich nicht machen dürfen, aber ist scheißegal. Kriege ich den? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach man, Alter. Und das habe ich halt die ganze Zeit und das macht halt irgendwie nicht so viel Spaß. Egal, warum killen wir? Warum killen wir? Mädels. Den haben sie. Nice. Das wird die Hauptsache. Sie schießt jetzt eher auf mich. Sie müssen mich eigentlich treffen. Ich kenne ja die Mechanics von der Caitlyn ganz gut.
Ja, wir haben über 200 Games mit dir gespielt, Junge. Ich habe keinen Mana, Alter. Bitte nicht raufgehen. Ach Mann, ich habe keinen Mana. Ich habe keinen Mana und ich habe ein Hyping-Mädel. Vor allem, ich sage einfach, ich habe ein Hyping und hatte dabei einfach keinen. Aber ich kann noch nicht backen, ich kann mir nichts kaufen. Ich brauche noch mindestens einen Kill, so gesehen. Also ein Minion meinte ich, damit ich mir eine Spitzhacke holen kann. Bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Ich werde einfach so safe spielen, wie ich kann, wenn ich mal wieder lagge. Insgesamt im Late Game bin ich, finde ich, besser als Caitlyn. Also ich kenne jetzt Caitlyn echt gut. Die ist im Late Game zwar, jeder Champ ist im Late Game eigentlich ganz, oder halt deutlich besser als so, aber ich weiß nicht, ich finde sie wie im Late ist stärker als Caitlyn. Vor allem, weil Caitlyn einfach besser ist, um so halt spezielle Ziele zu vernichten quasi. Weil sie halt ihren Headshot darauf schießt, dann ihre Q, dann E und Ulti und dann ist alles weg, so gesehen. Aber mit Sivir kann man halt ganzes Team zerstören, eigentlich, finde ich. Mehr oder weniger, halt, wenn man es kann, ne? So, ich hole mir noch mal ein bisschen ein paar Tränke, damit ich halt ein bisschen safer spielen kann. Damit ich ein bisschen, ja, falls ich mal wieder anfange zu laggen, dass ich das dann wieder draußen habe. Ja, wir hatten ja die Konfirmation von meiner Schwester, das hat ziemlich viel Spaß gemacht, weil die Familie von mir ist halt relativ cool. Die ist übel groß, also mein einer Opa hat irgendwie, keine Ahnung, 12 Geschwister, meine Oma hat 5 Geschwister, das ist ziemlich krass und das ist nur die eine Seite von der Familie so gesehen. Und ne, das ist immer ganz witzig, weil die sind halt alle relativ jung, da habe ich wieder mein Hyping, ich hab's gewusst. Und deswegen kann man mit denen halt ziemlich viel, ja, so, also keine Ahnung, die verstehen halt Spaß, das ist ziemlich nice. So, alles mögliche an Spaß sogar, das ist echt cool. Mädel, Mann, ich hab ein Hyping. Bitte nicht jetzt. Ich schreib mal nichts. Oh, Alter, wir knacken jetzt ehrlich noch die 1000. 800 haben wir. Können wir bitte mal die 1000 knacken und dann wär's auch gut, oder? Oh, jetzt geht's wieder runter. Nice. Ja, Mann, ich kann nicht. Ich hab übel Angst, dass ich jetzt gleich wieder ein Hyping. Hyping, Mate. I'm sorry. I'm sir. Alles klar. Immerhin bin ich nicht. Also es regt mich echt immer auf, wenn diese ganzen Spassen immer so sind, dass sie einfach. Sie haben Hyping oder schreiben es zumindest die ganze Zeit, keine Ahnung, ob sie wirklich einen haben, aber sie schreiben es halt die ganze Zeit und dann feeden sie einfach noch richtig rein. Das finde ich so unnötig. Weil, keine Ahnung, man muss ja nicht unbedingt feeden, so wie ich. Ich bleibe jetzt einfach hinten und fahre mir so ein bisschen, probiere keine Scheiße zu bauen und dann ist schon gut. Und Farm geht ja auch eigentlich noch, weil man macht ja schon Schaden, so ist es ja nicht. Oh, das war aber haarscharf. Mann, warum droppt der denn? Das ist so schlimm, wenn er die ganze Zeit so am Droppen ist, ne? Weil zwischendurch geht er dann mal und dann geht er wieder nicht. Oh, jetzt muss ich aber ran da. Oh Gott, Alter. Ja, da hätte ich nicht rein. Hätte ich auch nicht aus. Guckt euch das mal an! Genau in solchen scheiß Kampfsituationen droppt der natürlich wieder auf 1 Million. Guckt euch das mal an, Alter. Dieser Delay, jetzt geht's gerade. Ich glaube, der geht gerade wieder runter, ja. Das ist so nervig, ne? Das ist so nervig, aber. Leona ist ja. Ich habe extra eben im Champions League noch geschrieben, ob der Typ Leona spielen kann, weil Leona ist ja relativ tanky und die kann halt ein bisschen was aushalten. Später zumindest. Und deswegen ist das eigentlich das Beste. Also für meine Situation gerade, weil ich halt nicht so wirklich weiß, wie das so mit meinem Ping läuft. Und ich bin gar nicht mal so krass behind. Mich wundert es gerade, dass einfach unsere Mitte hat 23 Farm. WTF. Er will, dass ich Caitlyn poke. Den AD Carry mit der höchsten Range, Alter. Warum glaubst du, spiele ich den die ganze Zeit? Wahrscheinlich, weil das gute Aussicht. Ja, ich laber gerade eine Scheiße. Müsst ihr mir nicht sagen. Mal schön meine Q da durch. So besser. Hoffentlich gefällt ihm das. Da habe ich ein bisschen viel Mana verbraucht, aber ich kann ja direkt wieder nachfüllen. Oh Gott, jetzt habe ich wieder den Hyping, wenn sie hier ankommen. Ich habe den jetzt extra mal eingeblendet, das geht mit Steuerung F, falls ihr das nicht wusstet, damit ihr den einfach seht. Weil guckt euch das mal an, Alter, wie ich klicke nach da und jetzt geht er nach da. Holy shit, Alter, geh zurück! Du Missgeburt, Alter, mach dich doch. Oh. Es ist so nervig, ne? Es ist so nervig. Dreh doch um, mein Gott! Es tut mir echt leid, aber. Junge, Alter, jetzt bleibt der konstant auf 500 oder was? Was ist das für ein Scheiß? Oh
Gott, Alter. Richtig Pink Place hier am Stissel. Oh, es geht wieder runter, geil. Eigentlich müsste ich so timen, dass wir sie halt immer töten, wenn ich einen Low Ping habe gerade. Weil er hat kein High Ping. Ja, das war gut. Ja, ich heal dich. Oh, fuck it. Mit die Ulten. Auch nicht schlecht. Ja, da bin ich nochmal weggekommen. Mit dem High Ping wäre das jetzt nichts gewesen. Bitte Flash. Nein. Oh mein! Die Plays. Jungs, die Plays. Scheiße. Ja, das war voll gut. Alter, das war ehrlich nice. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Vor allem, ich habe nicht mal Schaden bekommen. Wie geil war das denn? Das war ein Challenger-Place hier gerade. Alter, das war nicht schlecht. Das war ehrlich nicht schlecht. Ich habe mich nämlich als Caitlyn mal gewundert. Da gab es so einen Spieler, einmal, in den... Ich weiß nicht, wie viele Games ich mit Caitlyn gespielt habe. Ne? Um die 200 müssen es gewesen sein. Und es gab einen Spieler in einem Game, der hat zweimal meine Ulti geflasht. Irgendwie hat er das geschafft. Ich wusste nicht, wie er es gemacht hat. Oh lol, sie killt die beide. Oh, ich mach mal Ulti, dann kriege ich den wenigstens noch. Zack, und den hier nicht mehr unbedingt. Egal, ich habe einen Kill gemacht da. Es ist scheißegal, ich habe die Ulti jetzt verbraucht, das ist egal. Ich gehe jetzt back. Ah, sie hat ihn auch noch bekommen. Gut. Gut. Es sieht gut aus, Jungs. Es sieht gut aus. Habe ich wieder was dazu gelernt. Guck mal, Jungs. Ich habe jetzt richtig lange mit Caitlyn gespielt. Hab gedacht, ich kenne alles. Und jetzt habe ich wieder was gelernt. Man kann die Ulti flashen. Ohne Schaden zu bekommen, irgendwie. Ist ja geil. Das freut mich gerade voll. Das ist wieder so Karma, Jungs. Ich habe ja mal in irgendeinem Video erzählt, dass Sam Haribo erzählt hat, dass es halt so ist, dass man ein gutes Game hat oder ein schlechtes Game. So, in Survival Games war das ja, ne? Wegen Tarkin und so war das damals noch. Und es ist in League einfach genauso. Du hast halt das ganze Game Hyping und dann flashst du eine Ulti von Caitlyn, wo du nie... Das ist so... Keine Ahnung, das ist nice. Jetzt habe ich es begriffen, wie das geht mit dem Ulti-Flashen. Das war so das letzte Rätsel, was ich nie verstanden habe an Caitlyn. Aber jetzt habe ich es gepeilt. Na okay, da kann man als Caitlyn jetzt eh nichts gegen machen. Ich meine, was hätte sie machen sollen? Eigentlich wollte ich den ja nur blocken und dann bin ich einfach reingeflasht, so YOLO MOLO. Naja, so, mein Ping ist gerade wieder okay eigentlich, würde ich behaupten. Der geht gerade wieder runter. Das ist doch perfekt. Unser Team steht 9-1. Wenn wir es nicht ganz verkacken. Gnar ist gut gefeedet, LeBlanc ist gut gefeedet. Ja, sieht gut aus eigentlich. Das könnte mein 200er Win werden, Jungs. Hoffentlich. So, Amumu ist da. Und wo ist unsere Botlane eigentlich? Oh shit. Da kommen sie. Da kommen sie zu 10. Und töten nicht mehr LeBlanc. Doch, LeBlanc. Ach, egal, jetzt müssen wir hier durchpushen. Solange die jetzt alle oben sind. Das ist jetzt wieder sowas, was wahrscheinlich sonst niemand kapieren würde. Weil ich habe es einfach so oft, dass einfach irgendwo ein Teamfight ist und irgendjemand ist allein und pusht einfach nicht. Ich meine, jetzt waren alle da. Jetzt können wir hier, jetzt müssen wir hier eigentlich pushen. Aber einfach, um das wieder halt hinzubekommen, dass sie einfach nur uns gekillt haben, holen wir jetzt den Tower hier weg. Das ist ja so... Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Hoffentlich. Den kriegen wir. Ich tank das. Easy. Ich habe eh nur einen Schuss abbekommen, von daher. So, und den hole ich mir auch noch. Und zack. Okay, das war... Ja, das war nix. Aber ist egal. So, hier ist eine Trap von ihr drin. Da laufe ich mal nicht rein. Ich denke immer, das sind meine Traps, weil ich halt vor allem Geld immer gespielt habe. Ich habe meinen eh noch nicht einmal geskillt, das hätte ich irgendwie direkt am Anfang machen müssen. Weil dann könnte ich Braums Dings, glaube ich, abwehren. Diesen Eisschlag da von ihm. Den meine ich. Ich glaube, ich könnte das. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Oh, pass auf, bitte, Leona. Boah, ist keine Scheiße. Oh. Hinterher. Ich sollte vielleicht nicht unbedingt den AD-Carry, den Support fokussen. Sondern den AD-Carry. Bitte, ja. Nice. Nochmal rein da, komm, den noch. Ja, nice. Das wollte ich. Da hatte ich jetzt leider kein Flash und nichts, deswegen musste ich healen, aber ist das scheißegal. Und jetzt geht mal nochmal back. Ich gehe nochmal ein bisschen auf den Tor, die sind ja jetzt eh alle. Lol. Sie geht einfach komplett in die Base von den Juckt die nicht, die macht den Nexus alleine, macht die. Da mal schön hier den Farm wegsnacken, bevor den irgendjemand anders bekommt. Urgott war da irgendwo eben. Ich weiß nicht, ob der jetzt herkommt. Urgott macht auch übel Spaß. Da ist er ja. Ja, ich komm.
Ist ja gut, Alter. Muss er nicht 20 mal reinpingen. So, den killen wir, den killen wir, den killen wir, den killen wir. Oder wie viel Schaden sie schon macht. Ich skill jetzt mal mein E langsam so. Ja, ich kann ihn damit abwehren. Dann wird das auch geklärt. Ja, kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Immerhin habe ich keinen Shutdown abgegeben. Weil ich ja nur 2 Kills hatte und nicht 3. Oh komm, LeBlanc, steal ihn, steal ihn, steal ihn. Oh shit. Lol, easy überlebt. Easy full HP. Kriegen die den Drake? Irgendjemand von denen? Gnar, komm, du bist so Gnar. Okay, wenigstens Asi holt er. Na. Ist nur ein Drake gewesen im Endeffekt, von daher. Das geht immer klar, eigentlich. Meinst du, dass die LeBlanc so tot war eigentlich? Oh shit. Komm bitte. Lauf, lauf, lauf. Vorhin hatten wir 9-mal so viele Kills wie die und jetzt nur noch knapp 2-mal, also. Ich glaube, die kommen zurück, Jungs. Okay, es war jetzt unlucky, dass er da gestunt wurde. Oder sie halt. Aber egal, jetzt kommt ja die gefeedete LeBlanc und der gefeedete Sivir AD Carry. Nicht wirklich gefeedet, aber. Geht, ne? Oh, wow, 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 da ist ja jemand. Das sind 2 Leute. Wer ist mit Help so ein bisschen? Oder wollen wir hier durchpushen? Können wir auch machen. Ist der Tower hier? Ja, der steht noch. Ich drücke die ganze Zeit immer Leertaste. Eigentlich sollte man das nicht machen. Oder es macht zumindest niemand wirklich Gutes, den ich kenne. Oh, er hat ihn getroffen. Ich poke ihn einfach einmal. Da hätte ich ihn besser treffen können, aber ist auch scheißegal. Eigentlich. Das Ding ist, ich kenne ja jetzt Urgott, deswegen weiß ich so, was er kann. Und wenn er seine E nicht trifft, dann hast du E. Also dann kann er nicht mehr viel machen. Ihr könnt euch höchstens halt in den Tower reinziehen, aber ist jetzt auch nicht so stark, finde ich. Und da habe ich ihn 2-mal getroffen, nice. Das ist cool, das Schild. Also, langsam fange ich auch an, das zu begreifen. Okay, das war ein bisschen crap, dass sie mich da jetzt gesehen haben. Okay, AD Carry, AD Carry, AD Carry. Immer schön auf den AD Carry gehen. Oh lol, ich weiß nicht, wie ich da hinfischen wollte. Lol. Nice. Sie ist nicht schlecht. Sie ist nicht schlecht, die LeBlanc. Die ist ehrlich nicht schlecht. Cool, freut mich ja, dass mich hier jemand zu meinem Win carried, vielleicht, hoffentlich. So, dann greife das Ding nochmal an. Ich überlege, was ich noch erzählen könnte. Mir hat nämlich jemand, oder mir haben voll viele schon geschrieben, dass sie es cool finden, dass ich in den Videos immer so ein bisschen gechillt, über alles mögliche rede, was so abgeht. Und ja, deswegen würde ich sagen, ich weiß gar nicht, was ich erzählen könnte. Ich bin doch weggegangen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh lol, ich kann das Ding sogar abwehren, die Ulti von ihm. Oh. Sorry, my bad. Nee, I'm bad. Nein, es ist nicht. Du bist nicht schlecht, aber es war dein Fehler. So rum wär's richtig. Ja, ich geh weg. Ich hab kein Mana mehr. Lol. Ich guck einfach mal zu, was die hier so machen. Sieht ja soweit ganz gut aus. Die LeBlanc scheint echt gut zu sein. Ah, ist das die Fake LeBlanc? Ja. Alles cool. Nice, da holt sie sich noch ein. So, jetzt war die nochmal kurz die letzten 15 Gold. Alter, ich habe 9 Assists, holy shit. Nicht schlecht. Komm, so. Shutdown, oh shit. Alter, die sind schon wieder fast alle tot. Die sind echt gut, meine Mitspieler diesmal. Nicht schlecht, sorry, my bad. Ach, alles cool. Sie steht hier am besten, sie muss sich nicht entschuldigen. So, also man sieht hier auch vom Farm her, ist das ganze Team eigentlich scheiße. Das Gegner-Team ist auch komplett nicht so gut eigentlich. Aber, keine Ahnung. Ist ein ganz gutes Game bis jetzt. So, Urgott ist da. Ich versuche jetzt einfach mal hier noch ein bisschen durchzupushen, weil meine Botlane ist da oben anscheinend. Deswegen glaube ich, kann ich die Wave hier nochmal durchpushen und dann haben wir hier auch super viele Minions, die da halt die dann angreifen können. Ich will den großen haben. Oh, fuck it. Ja, jetzt sind hier 2 Leute. Nice. Und da ist eine Dings.
Oh shit. Ich lauf mal weg. Ich weiß nicht, ob ich mich hier soll. Ich glaube, das wäre unnötig. Ich lauf mal zu der LeBlanc. Die weiß eh. Die kann mir eh helfen, glaube ich. Oh shit. Da ist gerade Teamfight-Action. Aber jetzt hätte ich meine Ulti eigentlich gebrauchen können. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Lower Braum ist. Würde ich sagen, glaube ich mal in die Richtung hier. Nein! Fuck, da war er irgendwo. Oh, fuck it. Oh nein. Ja, okay, das war zu offensichtlich. Hätte ich dran denken können. Na egal, der Gnar pusht jetzt den Tower noch durch, hoffentlich. Oh, ich habe übel Halsschmerz gerade. Ja. Das war eine schlechte Idee. Jo, war auch eine schlechte Idee eigentlich. Egal. So, also die Y ist AFK anscheinend. Nee, doch nicht, okay. Es sieht ja eigentlich ganz gut aus für uns im Moment. Der Gnar kriegt die Tower, glaube ich, nicht ganz, ne? Ja, schade. At least Gnar doing a good job pushing top. Ja, das ist meine Rede, Jungs. Das ist genau das, was wir brauchen. Und die Leona macht hier einen Double Kill. Bitte. Nicht sterben. Oh, fuck. Wäre cool, wenn der Mumu helfen könnte oder irgendjemand. Ich glaube, alleine kriege ich den nicht, weil ich zu Bette bin. Oh, shit. Ich glaube, ich helfe mal lieber der Mumu. Weil das sind zwei Leute, soweit ich weiß. Die sind auch nicht viel weniger eigentlich gerade. So, lol, wie schnell ich gerade geschossen habe. Oh shit. Gnarre. Oh, ich hier uns da einfach mal. Oh, ich laufe mal ein Stückchen. Oh, da hätte ich eh machen müssen statt. Einfach auf den Support drauf, weil der mich die ganze Zeit am Angreifen ist. Oh, nice. Ja, ich habe sie nochmal getroffen. Die Caitlyn. Gut. Habe ich irgendwas? Nein, nicht wirklich. Dann mache ich hier nochmal. Pushe ich hier nochmal eben. So ein bisschen, dass wir hier nochmal ein bisschen durchkommen könnten. Eventuell. Immer nochmal auf dem Rückweg getroffen quasi. Zack, hier alles durchjagen. Weil hier sind so viele Fallen von der Caitlyn. Hier sind einfach alle Fallen, die sie machen kann. Nice. Oh, 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 oh. Okay, einen Tower Shot kann ich damit nicht abfangen, leider. Oh, fuck. Okay, das war. Das war nicht gut. Da habe ich ihn nochmal gerade so getroffen. Alter, die kennt ihr jetzt, wenn sie einen guten Angriff macht, die drei Leute auf einmal töten. Oh nice, und die Leona macht's chillig, bleibt stehen und verarscht sie. Die Momo könnte jetzt den Dragon machen, wenn sie Lust hat. Weiß ich nicht, denke ich. Ich hatte schon übel lange kein Hyping mehr, ist gut. So Jungs, ich habe Ferien, was macht ihr so? Also ich weiß, es haben gar nicht so viele Leute gerade Ferien, so wie ich das mitbekommen habe, weil ich habe jetzt eine Woche frei. Es sind eigentlich auch keine Ferien, sondern es ist einfach nur frei halt, eine Woche. Und ja, ich glaube, dass ziemlich viele halt frei haben. Wenigstens so die halbe Woche oder so. Aber ich habe halt die ganze Woche frei, das ist ganz nice. Ja, ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr Lust habt, was ihr so macht. Wahrscheinlich auch so dasselbe, so am PC hocken und zocken und alles mögliche machen so. Da hätte ich jetzt vielleicht nicht drauf gehen müssen, aber egal. Da ist die LeBlanc raufgesprungen, hätte ich wieder flashen können eigentlich. Jetzt AD Carry gegen AD Carry. Wer gewinnt? Ich gewinne, easy. Oh, fuck it. Eine Sekunde und zack. Nice. Da haben wir sie geaced. Ich weiß nicht, eigentlich könnte man durchpushen oder wir machen halt den Drake, aber ich bin zu low für den Drake. Deswegen kann ich da nicht wirklich hingehen. Ich mach den Tower hier nochmal eben schnell. Dann gucke ich, ob ich deren Red Buff stealen kann. Ich habe zwar schon einen Red Buff, aber scheißegal. Schadet ja nicht, wenn man den Gegner einstealt, ne? Ich gucke jetzt einfach, dass ich hier die Minions kaputt mache auf der Top Lane und dann gehe ich auch back. So, mehr oder weniger, das ist der Plan, den ich jetzt so hätte. Damit ich halt hier noch ein bisschen push, weil ich bin halt low und ich kann nicht wirklich irgendwas anderes machen. Deswegen, ja.
Ich glaube, das ist eine gute Idee. Bin ich jedenfalls nicht ganz useless gesehen. So, und dann würde ich auch lieber nochmal in die Mitte, Alter. Ich habe 15 Assists. Alter, ich war bei mehr als der Hälfte von den Kills dabei. Ist auch nicht schlecht. Und kriegt durch Assists doch ganz gut Gold, wenn man mal ehrlich ist. So. Dann bringe ich das hier mal in die richtige Reihenfolge, die ich sonst auch immer habe. Ich hab den Pink Ward einfach immer noch, schon vor lange eigentlich. Leblanc 17-4. Alter. Nicht schlecht. Nicht schlecht, würde ich sagen. Da holt sie sich direkt noch einen Kill. Oh, das war die Leona. Da hat unsere Super deren Support einfach gekillt. So muss das, Jungs, so muss das. So. Und der Mega-Gnar ist jetzt auch am Durchsprinten. Oh, da ist jemand. Ja gut, habe ich gesagt. Zack, Q durch und gekillt. Ausgewischen. Jetzt können wir hier mit der W, die ich noch habe, ja, die Wave durchpushen. Okay, mehr oder weniger hat nicht so gut funktioniert eigentlich, aber ist egal. Wir können jetzt erstmal den Tower hier fertig machen. Und dann sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Sieht ganz gut aus für uns. Ein bisschen Glück gewinnen wir das. Also man könnte... Ich sag mal so, es sieht ganz gut aus für uns, aber die Gegner könnten halt echt noch gewinnen, wenn sie ein bisschen schlau spielen, so gesehen. Da, sie killen. Toll. Nice, da hat sie sich einfach vor mich gestellt. Ich glaube, ich hätte nicht dran gedacht, meine E zu machen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt kriege ich noch Schaden, ist auch unnötig, aber egal. Hm. Okay, meine Q war da unnötig, das hat man eigentlich gesehen, dass sie halt geblockt werden würde. Ich weiß nicht, ob ich mein Ulti machen soll, weil dann halt das ganze Team Speed bekommt. Ist halt gut für so einen Teamfight, in dem man dann weglaufen muss oder so. Oh, shit, hab ich nicht gesehen. Okay, dann mach ich jetzt einfach mal die Ulti an, damit wir die noch killen. So, zack. W rein. Jetzt greifen wir an. Jungs, Angriff. Oh, kacke. Eine Sekunde, dann mach ich meine W. Meine Q, meine ich. Oh Gott. Ich glaube, ich kill jetzt einfach die ganzen Minions hier. Weil dann können unsere Minions hier ein bisschen durchpushen und dann haben wir gewonnen. So, dann gleich mal. Oh fuck, Alter, das wird immer schlimmer gerade. Nice. Ich heal sie mal. Okay, ich glaube, wir sollten gehen. Das wird hier sonst ein bisschen zu knapp. Alter, wie viel Schaden sie macht. Okay, ja, das lief doch ganz gut eigentlich. Ich habe schon wieder 2500 Gold. Ich glaube, ich kann mir keinen Bluttester kaufen, weil der 2700 kostet, oder? Jo, okay, dann farm ich jetzt nochmal hier ein bisschen irgendwo. Gucke ich mal, was hier noch im Jungle so für mich über ist. Oh, shit. Wie viel Damage? Oh, sie geht 11k. Kann man machen. Dann habe ich ja nach dem Viech hier gleich genug Dings. Kann ich nochmal eine Q durchmachen. So, perfekt. Jetzt habe ich genug Gold für den Bluttester, den ich mir direkt holen werde. 7, 2, 17, Jungs. 17. 17 Assists. Not bad. Ja, machen wir nochmal Baron direkt dabei. Dann noch mit Bluttester und dann. Wait. Ich glaube, wir müssen nicht warten, wenn ich ehrlich bin. Oh, Braum ist da oben. Wir können ihn natürlich vorher töten. Oh, shit. Ah, ich komme da nicht rüber. Oh, ich krieg zu viel Damage gerade. Ihr kriegt ihn, oder? Nice. Okay, ich glaube, wir hätten da ehrlich warten müssen. Eigentlich muss man bei einem Baron halt ehrlich immer warten, dass man halt sicher ist, dass die Gegner halt nicht interrupten quasi, also dass die Gegner halt tot sind, am besten Teamfight vorher machen, die Gegner halt töten. Das wäre, glaube ich, so das Beste, was man machen kann, bevor man Baron macht halt. Das war jetzt halt ein bisschen scheiße bei uns. Weil jetzt haben wir den Baron so gesehen gefailed. Ja, ist ja gut, ich bin auf dem Weg. Boah, warte, ich kann mir jetzt noch, ich kann das hier verkaufen. Ich habe den Pinkwart immer noch nicht benutzt, lol. So, Homeguards kaufen und auf den Weg machen.
Can you finish more quickly, please? Ja, wir sind dabei, wir sind dabei. Wir sind dabei, liebe Wei. Oh Gott, war so schlecht. Na egal. Haben die schon probiert zu surrendern? Ich glaube. Okay. Der Tank von uns ist gerade am Baron verreckt. Oh bitte. Den mache ich alleine, Jungs. Oder vielleicht auch nicht. Bitte greift doch mit an, ich sterbe sonst. Oh fuck it. Ich glaube, ich sterbe halt ehrlich. Ich bin weg, Jungs. Fuck it. Oh man. Das war nix. Da hatte ich nicht genug Damage. Na egal. So, dann laufe ich jetzt mal Bot, damit hier unser Tor nicht bekomme. Dann hole ich Drake nochmal. Wir haben jetzt zwei Drakes insgesamt geholt. Nach 30 Minuten, lol. Das ist relativ wenig eigentlich. Naja. So. Hier gibt es nochmal dick viel Farm für mich. Das freut mich auch. So, mal gucken, ob ich die killen kann. In einem 101 einfach. Lol, ich hätte nicht Flaschen brauchen. Ich bin dumm. Ich würde mich eigentlich healen, aber. Naja. Was soll man machen? Ich bin full life. Was will man mehr? Oh, gut. Nice, nice, nice. Da hätte ich eigentlich nur auf die Q warten müssen, die zurückkommt. Aber ist auch egal. Ist auch egal. Report Urgot AFK. Urgot ist eigentlich ein cooler Champ. Auch wenn er ihn jetzt wahrscheinlich nicht spielen kann. Ich kann ihn auch nicht spielen, aber ich finde, er macht trotzdem echt Spaß. Man muss halt seine E treffen und dann trifft jede Q. So mehr oder weniger. Das ist echt geil. Das macht irgendwie echt Spaß, ihn zu spielen. Ich kann es jetzt nicht so wirklich gut beschreiben, aber es macht halt doch schon übel Spaß. So, und jetzt haben sie surrendert. Wie die Gegner bei mir immer surrendern, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Naja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wenn ja, dann schreibt Hashtag Snowstorm in die Kommentare. Weil ich hatte ja Snowstorm 7 Skin und so, ihr wisst Bescheid. Und ja, das war jetzt mein 200 zu Win. Ich war jetzt erstmal eine Pause, weil, keine Ahnung, das hat mich so ein bisschen abgefuckt, so die letzten Tage und Wochen und Monate. Und naja, auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns bei einem weiteren Video. Haut rein und ciao, ciao.